Hallo und ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem neuen Video hier. Ich habe letztens ein Video hochgeladen und da hat meine Zuschauerin drunter geschrieben, dass es sehr schade ist, dass das Video direkt mit so teuren Produkten startet, dass sie eher Drogerieprodukte bevorzugt bzw. die günstige Variante. Ich kann das natürlich absolut verstehen, dass nicht jeder bereit ist, so viel Geld für Make-up auszugeben. Ich versuche in meinen Videos immer einen gesunden Grad zwischen High-End und Drogerie zu finden. Dennoch ist dafür diese Idee hier entstanden. Ich habe gedacht, ich schminke heute mal einen Make-up-Look mit Produkten unter 10 Euro, also die für jeden erschwinglich sein sollten. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Video. Los geht's. Viel Spaß dabei. So, es ist soweit. Ihr seid in Nahaufnahme mit am Start, damit ihr genau seht, was jetzt hier gleich passiert. Und ich beginne direkt mit einem super günstigen Primer aus der Drogerie von Balea. Das ist der Tint Perfection Primer mit Sofort-Effekt, soll Fältchen kaschieren, Poren verfeinern, Unebenheiten ausgleichen und den Glanz minimieren. Also so ein super Produkt. Kommt in so einer klaren Konsistenz und ist auch so etwas silikonartig. Erinnert so ein bisschen an den Professional von Benefit. Und das Ganze gebe ich jetzt hier in meiner T-Zone auf. Dadurch, dass der silikonartig ist, spare ich das komplette Gesicht aus, sondern arbeite auch wirklich nur da, wo ich Fältchen habe, wo ich geweitete Poren habe und ja, wo ich das Ganze so ein bisschen abmattiert und neutralisiert haben möchte. Weiter geht es dann mit der Foundation. Ich habe dem Primer jetzt einen kurzen Moment Zeit gegeben, sich auf die Haut zu legen. Und ich zeige euch in der Zeit einfach mal auch die Foundation, die ich jetzt verwenden werde. Das ist die Dream Urban Cover Foundation von Maybelline. Die habe ich zugeschickt gekriegt. Ich werde sie jetzt das erste Mal verwenden. Ich hoffe, es ist die richtige Farbe. Es ist die hellste Nuance, die ich bekommen habe von 3 Shades in der Farbe 220 Natural Beige. Das soll eine Full Coverage Foundation sein mit einem sehr hohen Lichtschutzfaktor von 50. Und das Ganze gebe ich jetzt auch erstmal auf meinem Handrücken auf und werde dann im Anschluss einen feuchten Beauty Blender verwenden und das Ganze im Gesicht gleichmäßig verteilen und in die Haut einarbeiten. Yo, also falls ihr jetzt die Nebengeräusche hört, meine Waschmaschine gibt gerade alles im Schleudergang. Sorry, die steht direkt hinter dieser Wand hier. Aber was muss, das muss, ne? Haushalt macht sich nicht von alleine. Und ja, ich muss erstmal ein Feedback zu dieser Foundation geben. Die ist mega gut. Also First Impression auf jeden Fall check. Vielleicht habt ihr es eben gesehen. Ich habe hier auf der Stirn so Unreinheiten gehabt und die sind wirklich super ebenmäßig und kaum sichtbar übergedeckt. Es hat natürlich eine stärkere Deckkraft. Also man kann das Ganze, denke ich, auch sehr schön dosieren, indem man einfach ein bisschen weniger nimmt. Und trotz des hohen Lichtschutzfaktors liegt die super leicht auf. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich habe so eine mega krass cremige Konsistenz auf der Haut, sondern es fühlt sich an wie jede andere Foundation auch. Also muss sagen, First Impression auf jeden Fall check. Es kommt noch der Concealer zum Einsatz. Da wir hier schon eine sehr hohe Deckkraft verwendet haben, bleibe ich auch direkt dabei und ich nehme hier die Catrice Camouflage Cream. Ich weiß, das ist gar nicht so offiziell ein Concealer, aber ich mag diese Farbe so unheimlich gerne. Passt so gut zu meinem Hautton. Und ich verwende das auch ganz gerne in leichter Dosierung unter dem Auge. Das Ganze nehme ich mit dem Finger auf und gebe mir das hier unterm Auge auf, tupfe das ein bisschen ein und verblende das Ganze dann mit dem Beauty Blender. Damit sich das Ganze nicht so übel in die Fältchen hier unten absetzt und das Ganze wirklich da sitzen bleibt, wo ich es gerade aufgetragen habe. Und um diesen Brighten-Up-Effekt nochmal hervorzuheben, verwende ich jetzt das Light Illusion Powder hier von Catrice. Das hat auch so eine gelbe Unternote. Ja, die ist relativ hell und das Ganze kommt halt in loser Form. Das nehme ich mit meinem angefeuchteten Beauty Blender auf und presse das Ganze förmlich unter dem Auge auf und bake damit den Concealer richtig in die Haut ein. Das Ganze hat so einen Weichzeichnungseffekt und so einen aufhellenden Highlighting-Effekt. Ich habe es eben gar nicht erwähnt, ne? Aber die Farbe von der Foundation gefällt mir auch sehr gut. Passt auf jeden Fall sehr gut zu meinem Hautton. Und ja, die Foundation werde ich jetzt auch noch setten, damit die auch wirklich on point sitzen bleibt und mir nicht im Laufe des Tages verläuft. Dafür nehme ich ein transparentes Puder und zwar dieses hier von Essence. Das ist All About Matte Fixing Powder. Das kommt farblos, sieht hier ziemlich weiß aus, aber auf der Haut ja, gibt es keine Farbe ab, sondern mattiert einfach und fixiert das Make-up. Die pudrige Grundlage nutze ich jetzt, um meine Kontur etwas zu schärfen. Das heißt also, ich werde einen aschigen Bronzing-Ton nehmen, beziehungsweise einen Kontoton und damit die Schatten in meinem Gesicht nochmal neu einzeichnen, um das einfach ein bisschen markanter zu machen und um dem Gesicht mehr Ausdruck zu geben. Und hier verwende ich das Master Sculpt Set. Ich glaube, das ist so ein
Duo von Maybelline. Einmal mit so einem aschigen Bronzerton drin. Und hier ist noch so ein Highlight-Ton, den verwende ich aber eher selten. Eher das hier. Und die Farbe gefällt mir richtig gut, weil sie halt so überhaupt nicht warm ist. Sie ist richtig schön kühl und spiegelt so richtig schön die Schatten wieder. Ich nehme einen etwas feineren Pinsel, gehe damit in den Ton rein und gebe das Ganze ganz speziell hier auf dem Wangenknochen auf, ein bisschen auf der Stirn. Wer mag, kann die Nase noch ein bisschen konturieren und ja, einfach dem Gesicht ein bisschen Schatten zurückgeben. Wenn du richtig perfektionistisch unterwegs bist, dann nimmst du jetzt nochmal das lose Puder und schärfst die Kontur hier nochmal, radierst sozusagen alles, was so überschüssig ist, aus und hast dann hier so die perfekte Kante sozusagen. Das Ganze kann jetzt erstmal so bleiben und wir kümmern uns um die Augenbrauen. Da verwende ich von Catrice den Brow Comb Designer in Waterproof. Ich habe hier die Farbe 010 Medium Brown und der kommt mit so einer richtig coolen Zacke hier. Also so kann man, glaube ich, die Härchen richtig geil mit einzeichnen. Und, der ist ganz schön intensiv. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal benutzt habe oder ob das auch gerade First Impression ist. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig. Auf jeden Fall gibt der sehr gut Farbe ab und das sieht tatsächlich aus, als würde man so feine kleine Härchen einzeichnen. Mega cool. Also mir fängt die Augenbraue etwas zu abgehackt an und ja, man müsste das Ganze vielleicht mit einem Puder irgendwie nochmal ausgleichen. Das Ergebnis befriedigt mich jetzt nicht zu 100%. Ich würde aber sagen, wir machen einfach mal weiter mit dem Augen-Make-up. Und da habe ich mir eine relativ günstige, tolle Palette von Make-up Revolution ausgesucht. Die haben allgemein sehr günstige Lidschattenpaletten in der Theke. Und ich habe mich hier für die Flawless 4 entschieden. Die Farben sind super schön und auch das Packaging ist Golds. Ja, und hier werde ich, denke ich, jetzt einen schönen Look draus kreieren. Ich starte mit diesem korallfarbenen Ton hier und einem Blenderpinsel und gebe das Ganze in meine Lidfalte und blende das Ganze sehr schön hoch in meine schrecklich nachgezogene Augenbraue. Die Farbe baue ich direkt auf mit dem Ton direkt darunter und einem feineren Pinsel und arbeite dann noch gezielter in der Lidfalte. Und jetzt geht es noch eine Stufe dunkler und zwar nehme ich dafür diesen rostigen braunen Ton und werde damit dann nochmal meine Lidfalte etwas intensivieren. Und diesen braunen Ton gebe ich auch am unteren Lidwangenkranz auf und verbinde das Make-up damit. Die Camouflage Cream hier von Catrice eignet sich auch super gut, um die Partie hier auf dem beweglichen Lid etwas auszureinigen. Dafür nehme ich so einen flachen Pinsel, gehe in das Produkt rein und radiere sozusagen den überschüssigen Lidschatten weg und ziehe mir eine Cut Crease. Ich glaube, ich finde das richtig cool, wenn ich jetzt diesen hellen Korallton auf das Lid klatsche. Klingt voll brutal, aber ich glaube, das ist ganz schön und werde dann noch die Übergänge mit diesem Pinkton hier etwas ausradieren. So habe ich nicht diesen ganz krassen Effekt, aber ich glaube doch einen sehr, sehr harmonischen Look und deswegen nehme ich das Ganze jetzt mal mit dem Finger auf und presse das hier auf meine Sticky Base. So, wie gesagt, jetzt nehme ich hier noch diesen Pinkton und gebe den hier am Übergang auf, so dass sich die Farben auch schön miteinander verbinden. Ich glaube, es kommt jetzt nochmal richtig cool, wenn wir das Auge noch ein bisschen ausdrucksstärker gestalten durch einen Winged Eyeliner zum Beispiel. Das würde zum Beispiel auch nochmal die Mandelform etwas unterstreichen. Ich habe das Make-up ja schon ein bisschen höher gezogen und dafür verwende ich jetzt so einen Gel Eyeliner hier von Manhattan in der Farbe Black und einen angeschrägten Eyeliner Brush und ich nehme hier wirklich nur ganz wenig Farbe, der ist super, super gut. Ich verwende den sehr gerne, wenn ich mir einen Eyeliner nachziehe. Das ist auch die Variante, womit mir der Eyeliner tatsächlich am besten gelingt. Und jetzt muss ich aber die Luft anhalten, mich ganz, ganz doll konzentrieren und ja, mein Bestes geben. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. Ich tusche jetzt meine Wimpern, aber vorher werde ich sie mit einer Wimpernzange in Form biegen, sodass sie schon mal richtig schön nach oben gebogen sind. Und im Anschluss verwende ich dann die Supreme Lash Wonderluxe Volume Mascara von Manhattan. Die hat ein Silikonbürstchen, ich mag das Packaging auch voll gerne und die hat ein
gebogenes Bürstchen. Und mit diesem Bürstchen komme ich persönlich am besten zurecht. Und ich habe mich volle Lotte mit der Mascara-Bürste erwischt hier vorne. Da braucht ihr nicht in Panik geraten. Falls euch das passiert, lasst das sehr, sehr gut antrocknen und nehmt dann zum Beispiel so ein Wattestäbchen. Und damit könnt ihr es dann ganz einfach wegradieren. Ich bereite in der Zeit, während das hier so antrocknet, mal meine Lashes vor. Ich werde mir jetzt Kunstwimpern ankleben. Und da gibt es super schöne, günstige in der Drogerie. Wie zum Beispiel diese hier von Ardell. Die benutze ich momentan super gerne. Ich glaube, die liegen so um und bei 6 Euro in etwa. Und die machen einen richtig schönen Wimpernaufschlag. Was ist denn heute los? Irgendwie habe ich einen Sprachfehler. Jedenfalls ist das die Natural-Variante. Und ich mag das so gerne, dass es so nach außen so schön aufgefächert ist. Wenn du jetzt aber noch etwas günstigeres haben möchtest, kann ich dir zum Beispiel auch sehr die Insta-Volume Lashes von Catrice empfehlen. Die haben auch so einen aufgefächerten Aufschlag und liegen so um und bei 4 Euro. Jedenfalls werde ich mir die jetzt erstmal ankleben. So, ich fege mir jetzt einmal hier das Baking-Puder weg. Das hinterlässt so ein Highlight-Effekt, das mag ich persönlich ganz gerne. Und damit wir das Gesicht jetzt noch ein bisschen aufwärmen, werde ich noch einen warmen Bronzer verwenden. Da nehme ich diesen hier von Catrice, den mag ich ganz gerne, weil der nur einen leichten Glow hat und super warm ist vom Ton und sehr natürlich auf der Haut liegt. Ich nehme jetzt hier so einen Bronzerpinsel und ein bisschen Produkt auf und werde das so ein bisschen in meine Kontur einblenden, etwas hochblenden und mein Gesicht aufwärmen. Und jetzt kommen wir zum Blush. Ich nehme meinen Blushpinsel und ein sehr, sehr neutrales, unauffälliges Blush, einfach um den Look ein bisschen frischer zu gestalten. Von NYX, das ist die Farbe Amber und das gebe ich auch im hinteren Drittel meiner Wange auf. So etwas drüber, also hier so auf dem ganz oberen Wangenknochen und auch ein bisschen am Lippenherz, werde ich jetzt einen Highlighter auftragen. Und zwar mit einer neuen Palette, die ganz, ganz frisch in meine Schminksammlung eingezogen ist. Wir werden sie heute auch das erste Mal gemeinsam testen. Ich habe sie euch in meinem DM-Haul vorgestellt. Und wer das Video gesehen hat, der weiß auch, dass es sich um die Summer Days and Nights Palette von Essence handelt. Die ist so schön und ich konnte die letzte in meinem DM ergattern. Ich werde die goldene Mitte nehmen, tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, und auf diesen Ton hier zurückgreifen. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Pigmentierung. Ich nehme hier meinen geliebten Highlighter-Pinsel ab in das Produkt. Wow. Und mega schön. Aufgrund dessen, dass das Augen-Make-up sehr pinkig und knallig ist, habe ich gedacht, fahre ich das Lippen-Make-up heute wieder etwas runter und verwende eine Kombination von NYX. Das ist einmal dieser Lippenkonturenstift hier in der Farbe Natural. Und passend dazu werde ich noch die Soft Matte Lip Cream von NYX auftragen in der Farbe Stockholm. Mir ist das hier doch ein bisschen zu nudig. Ich versuche diesen rosa Hauch noch ein bisschen mit reinzubekommen. Und deswegen habe ich mich eher spontan dazu entschlossen, nochmal diesen Candy Slick Glowy Lip Color drüber zu geben. Das ist die Farbe Watermelon Taffy und das hat schon so ein sehr krasses Pink. Die Pigmentierung von den Teilen ist auch ultra gut, deswegen gebe ich das hier wirklich jetzt nur zentral einmal auf und tupfe das mit dem Finger auf die Lippe, damit das Ganze einfach ein bisschen pinkiger wird. So, ihr Schön, ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich sage bis bald. Tschüss.